Servus und willkommen bei Max Works. Ich bin der Max und wir sind schon wieder im Kinderzimmer. Es ist meine never ending story. Aber man sieht, wir sind dem Ziel schon sehr nahe. Allerdings ist noch sehr dunkel, deswegen kommt da heute eine Lampe oben an die Decke. Lange haben wir überlegt, was für eine Lampe überhaupt drauf soll. Ich wollte ein LED-Panel, meine Frau wollte es nicht. Es kommt ein ganz normaler Lampenschirm an die Decke, aber wir haben, ja, sagen wir so, wir haben die Lampenabteilung ein bisschen umgebaut bei denen, bis ich zufrieden war. Ich habe einfach jede Birne, die ich gefunden habe, in jede Lampe gesteckt, die drin war, einfach um zu schauen, wie hell muss eine Birne sein, damit sie für diesen Lampenschirm und mein Lichtempfinden gut ist. Die werden viel Spaß haben, das wieder alles in Ordnung zu bringen. Aber wir haben eine Birne und den Lampenschirm gefunden, wir sind zufrieden. Und fast hätte ich es dorten gelassen, aber ich habe es gefunden. Diesen kleinen unscheinbaren Haken, mit dem kann ich nämlich die Lampe oben an die Decke hängen, ohne irgendwie jetzt noch was dazu kaufen zu müssen, weil es ist 18 Uhr, Obi hat zu. Bei uns zumindest, es ist Samstag und es ist Bayern. Ein Wunder, dass ich heute überhaupt offen hatte. Der leichteste Teil ist erledigt, angezeichnet ist. Jetzt möchte ich natürlich hier schön ein Loch in die Decke bohren, aber ich kenne mich, ich bin zu faul. Ich hole mir jetzt den Staubsauger nicht aus dem Keller. Ich will es auch nicht einsauen, deswegen kleiner Lifehack. Das ist einfach nur ein Karton und ein Kartonring, weil ich das, was ich eigentlich haben wollte, nicht da habe. Ihr kennt sie mit Sicherheit alle, diese runden Käsepackungen mit den dreieckigen Käsestückchen da drin, diese Schmelzkäsestückchen, die sind ideal, genau für sowas unter der Decke. Und zwar bohre ich mir jetzt hier einfach schon mal da durch. Und jetzt kann ich sauber an der Decke mein Loch finden und wenn ich es gefunden habe, drücke ich mir den Deckel an die Decke und kann bohren und der ganze Staub bleibt da drin und ich brauche keinen Staubsauger. Steht ihr dazu? Macht ihr das gerne? So Bilderanleitungen, ich hasse es ja wie die Pest. So. Was wollt ihr von mir? Das wissen sie, glaube ich, selber noch nicht. Das hätte ich nachher gesucht. War hundertprozentig sicher. So. Angeblich kann ich das jetzt schon einhängen. Strom ist weg, ich weiß es, weil ich den abgeklemmt habe. Kriege ich das alles da oben unter? Ja, das verpuppeln wir da schon. Ich habe immer lieber viel zu lange Kabel in den Wanddosen und in den Decken, als einmal zu kurze. Kürzer kriegst du sie immer, länger werden sie nimmer. So. Und was mache ich jetzt mit den 7 Kilometern Kabeln, die ich hier zu viel habe? Das werde ich schon irgendwie rausfinden, heißt das auf gut Deutsch. Weil die Lampe will ich ja nicht irgendwo auf Fußbodenhöhe hängen haben. Okay, das hätte ich hier schon lösen müssen, okay. Man lernt ja bekanntlich nicht aus, gell? Klar könnte man das jetzt kürzen, aber das darf ja wieder nur Elektrofachkraft und ich bin keine Elektrofachkraft. Und gewisse Regeln halte ich mich noch. Also ich passe drunter durch, bin jetzt aber auch nicht so groß, ist meine Frau auch nicht so groß und wir laden einfach keine großen Menschen mehr ein. Ich hole mir jetzt mal das okay, dass das auch in dieser Höhe hängen bleiben darf und dann schauen wir mal, ob ich es nochmal ummontieren muss. Selbst für Freilicht hing die Lampe nicht in der richtigen Höhe. Wir haben sie nochmal 5 cm höher. Jetzt aber, Stunde der Wahrheit, ob ich 2 Drähte richtig angeschlossen habe. Hol mal die Birne, für die ich den umgebaut habe. Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt. Psst, keiner gehört. Das ist die hellste Birne auf E27, die ich gefunden habe. Jetzt schauen wir mal, ob die passt.
Ja, haben uns nämlich Sorgen gemacht, dass es nicht hell genug wird. Ich mache mal das Studiolicht hinten aus und dann machen wir die Lampe hier mal an und dann sehen wir. Ich finde es super. Der Weißabgleich hier ist wahrscheinlich komplett im Arsch, aber kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Und jetzt bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Ihr habt ein vielleicht 5 Minuten Video durchgehalten, wie ich eine Lampe aufhänge. Aber vielleicht der kleine Lifehack, okay, der war mit drin. Ansonsten, hey, jetzt habe ich eine Lampe aufgehängt. Das Licht ist da, wieder einen Schritt weiter. Jetzt fehlen noch die Gardinen, aber die mache ich nicht mehr heute. Naja, ich sage danke fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen, Glocke, Kommentar etc. pp. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.